Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Es gibt endlich mal wieder ein neues YouTube-Video von mir aus meinem noch nicht fertigen Studio. Ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe natürlich wieder heute ein cooles Video, denke ich mal, für euch oder für einen oder den anderen. Es geht heute, ich habe es im Titel reingeschrieben, um ein Mikrofon. Und zwar um das oder eines der meistverkauften Mikrofone auf Amazon. Ich habe mir das bestellt, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Wir werden das Ganze heute auspacken, testen. Ich habe mir das gekauft, also ich heb's mal kurz in die Kamera. So sieht das Ganze aus. Ist natürlich alles wieder auf Chinesisch. Ist wahrscheinlich auch hergestellt in China, so wie ungefähr jedes Mikrofon. Ich habe mir dieses Mikrofon gekauft, weil ich ja, wie der ein oder andere mitbekommen hat, mit Jim aktuell sehr durchziehe. Ich hoffe, das war ein deutscher Satz, ich glaube schon. Deswegen dachte ich mir, für guten Content, weil ich will auch so auf Instagram, könnt ihr gerne vorbeischauen, auch ein bisschen Gym-Videos posten bzw. Stories machen und natürlich auch eine gute Audioqualität haben. Ich habe mittlerweile auch schon meine Vlogging-Kamera ab und zu dabei. Es wird vielleicht auch bald mal so einen Tag mit mir im Fitnessstudio geben. Also ich werde das Ganze so ein bisschen vloggen. Warum ich das Ganze mache, ist ganz einfach, weil ich in den letzten Wochen, Monate, wo ich ja nicht so aktiv war, mir einfach ein paar Gedanken auch wieder gemacht habe. Das sage ich wirklich in jedem Video. Aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Der Sport, also besser gesagt das Fitnessstudio, ist für mich so aktuell sehr, sehr wichtig. Und ich will ja natürlich auch Content liefern, wenn ich mal wieder Content bringe. Ich verbringe halt unfassbar viel Zeit im Fitnessstudio. Und deswegen dachte ich mir, hey, warum nimmst du nicht einfach mal die Kamera mit? Vielleicht motiviere ich den einen oder anderen auch dazu, ein bisschen Sport zu machen. Nichtsdestotrotz, Freunde, machen wir heute ein kleines Unboxing, weil dieses Mikrofon wird vielleicht für den einen oder anderen ganz cool sein. Auf Amazon einer der meistverkauften Mikrofone. Dazu hat es eine Bewertung von 4,6 Sterne mit fast 13.000 Bewertungen. Also muss die Qualität für sich sprechen. Ich wäre natürlich, also ich habe hier ein iPhone. Wie man hier an der Seite erkennen kann, ist mir nämlich gerade aufgefallen, ist hier angekreuzt, für welches Handy bzw. für welchen Anschluss dieses Mikrofon bestellt worden ist. Ich habe es natürlich für iPhone, weil ich habe noch ein älteres iPhone. Hier stand auch USB Typ C. Die neuen iPhones haben wir mittlerweile Typ C. Ich habe halt noch ein älteres Modell, deswegen habe ich mir das hier ausgesucht. Der Preis 33 Euro. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus. Ich will auf jeden Fall noch eine normale Audioaufnahme mit dem iPhone machen und dann parallel oder danach mit diesen Ansteckmikrofonen. Ich bin echt gespannt und ich würde sagen, wir fangen an. Abfahrt. Ich mache das jetzt alles auch nur hier so klassisch mit meiner Streaming-Kamera. Man kann das Ganze hier hochschieben und wirklich simpel, was ich sehr cool finde. Mikrofone sind hier. Zeige ich euch mal kurz in die Kamera. Also nicht 5000 Mal verpackt. Das ist das eine Mikrofon, also wirklich sehr, sehr klein. Das kann man sich dann entspannt hier hinstecken. Dann haben wir Mikrofon Nummer 2. Das kann ich eigentlich drin lassen, weil ich brauche aktuell keine zwei. Das heißt, wenn ihr im Gym mit jemand anders talken wollt oder der soll mit in den Vlog rein, dann könnt ihr dem anderen auch eins geben. Hier ist nochmal so ein bisschen, man sieht es hier gar nicht, gell? So, hier ist noch ein bisschen Plastik. Wir machen jetzt kurz ASMR. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, das waren gerade die schönsten 2 Sekunden für mich. Pop-Abschutz ist schon drauf. Klemme ist auch befestigt. Die kann man auch gar nicht abmachen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil ich will mir die ja dann eh irgendwo hinklemmen, wenn ich dann die Vocals oder die Stimme aufnehme. Auf der Rückseite sieht man den Power-Knopf. Den werden wir gleich betätigen. Wir schauen uns das nochmal kurz den Stecker hier an. Also Material wirklich das Billigste vom Billigsten. Wir schließen jetzt, oder beziehungsweise ich mache jetzt kurz eine Audioaufnahme mit dem iPhone. Danach schließen wir das Ganze am iPhone an. Ich bin auch gespannt, ob das mit der Handyhülle funktioniert oder ob man die wegtun muss. Ich hoffe nicht, weil das wäre natürlich ein dicker Minuspunkt. Dann werden wir das Mikrofon testen. Ich hoffe, da ist überhaupt Zapf drauf. Wir machen das Ganze mal an. Okay, es leuchtet. So, Test, Test, Test für das YouTube-Video. Wir testen heute das oder eines der meistverkauften
Mikrofone für das Handy. Auf Amazon kostet das Ganze 33 Euro. Ich bin wirklich gespannt und ich würde sagen, wir switchen jetzt auf die Mikrofone. Aufnahme getätigt, habe ich euch wahrscheinlich jetzt gleich eingeblendet. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Also man hat sogar auf beiden Seiten Display. Ich stecke das Ganze an. So sieht das Ganze aus. Ich dachte erst, dass das hier Displays sind. Aber anscheinend ist es einfach nur das Design, was ich sehr komisch finde. Wäre cool, wenn hier Akkuanzeige oder so angezeigt wird. Was ich auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass das Ganze wirklich krasse Fingerabdrücke anzieht. So, Test, Test, Test. Das ist für das YouTube-Video. Wir testen gerade das meistverkaufte Handy-Mikrofon auf Amazon. Qualität müsste jetzt wirklich besser sein. 32,98 bzw. 33 Euro, fast 13.000 Bewertungen hat dieses Mikrofon. Ich hoffe, Qualität passt. Damit werden wir vielleicht auch einen Gym-Vlog aufnehmen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und wir können mal ganz kurz das Ganze hier dran klemmen, um zu schauen, wie die Qualität ist, wenn ich jetzt, warte mal, ich mache es am besten auf die Seite. Wenn ich jetzt irgendwie im Studio bin, kann ich ja das auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Ich bin echt gespannt, wie gut dieses Mikrofon abschneidet, weil es hat, denke ich mal, nicht umsonst 4,6 Sterne auf Amazon. Aha, hier sagt man oder hier steht Plug and Play, das heißt, es hat wirklich kein Display und hier auch nicht, aber es sollte direkt am iPhone oder am Handy erkannt werden, was es bei mir auch getan hat, weil kann ich mal zeigen, die Wellenform hier unten ist auf jeden Fall deutlich größer als davor. Die Reichweite, das ist sehr, sehr krass. Also wenn das stimmt, Reichweite bis zu 20 Meter vom Handy entfernt. Das heißt, der andere könnte 20 Meter, könnten wir auch irgendwann mal testen. Im Studio bin ich ja jetzt nicht 20 Meter vom Handy entfernt, weil jeder hat ja sein Handy in der Hosentasche oder irgendwo auf dem Stativ, besser gesagt. Aber 20 Meter ist halt schon geisteskrank. Ich kann mal kurz ein Stück nach hinten gehen. Handy liegt noch da. Bitte beachtet nicht das Chaos hier. Ich nehme das Ganze jetzt auch noch mal kurz in die Hand. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Wir gehen mal ein bisschen näher hin. Vielleicht übersteuert das Ganze. Bin ich mal gespannt. Ansonsten, wenn das alles funktioniert und der Ton gut ist, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Kurze Anmerkung, ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr darüber einkauft, zahlt ihr keinen Cent mehr, aber supportet mich, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, euch hat das Video bis jetzt gefallen. Wir sind ja, glaube ich, mittlerweile schon am Ende des Videos. Deswegen hier noch ganz kurz mein Fazit, weil ich muss es ja im Nachhinein für euch abdrehen, weil ich das Ganze erst im Schnitt feststellen konnte, wie gut die Qualität ist. Und ich wollte natürlich meinen Senf noch dazugeben. Also ich muss sagen, die Aufnahme, gut, man kann das nicht vergleichen mit einem fast 300-Euro-Mikrofon, das ist ganz klar. Auch nicht mit einem Kondensatmikrofon wie das Shure SM7B. Also die Aufnahme von den Ansteckmikrofonen war jetzt so semi-gut. Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass ich halt 90% des Videos halt über oder mit meinem Shure oder in mein Shure SM7B reingesprochen habe und dann auf einmal eine schlechtere Qualität habe, was ja auch ganz klar ist. Aber die Aufnahme ist halt sehr flach, also es fehlt mir ein bisschen der Bass. Und es übersteuert sehr, sehr schnell. Man könnte jetzt im Schnittprogramm noch einiges rausholen mit irgendwelchen Effekten, Kompressoren. Aber ich wollte euch einfach mal das Rohmaterial zeigen, weil ich glaube, die wenigsten von euch fangen an, irgendwie die Audio noch zu verbessern. Und ja, mein Fazit, lange Rede, kurzer Sinn, ist so semi-gut. Kann man sich die 33 Euro sparen? Ich denke schon. Zurück an meinem PC-Setup. Hier blinkt das Ganze auch wieder, weil ich das Ganze jetzt aus meinem oder von meinem Handy entfernt habe. Wir machen das Ganze auch wieder aus. Perfekt, einfach ein paar Sekunden draufbleiben. Ich sehe gerade, eigentlich macht man das als erstes, weil das hebt ja ein bisschen die Spannung. Wir haben hier, lasst mich raten, ein Ladekabel, was kein Mensch braucht, wirklich. Ich habe 5 Millionen Ladekabel hier. Ich lasse es jetzt trotzdem hier drin. Sonst unten ist noch so eine Bedienungsanleitung, aber es ist ja eigentlich selbsterklärend, weil das Ganze ja Plug and Play ist. Ich hoffe, Qualität passt. Wenn ja, wie gesagt, Link findet ihr unten. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Es wird noch ein weiteres Video geben von diesem Produkt hier. Danke fürs Zuschauen. Gerne kommentieren. Gerne Daumen nach oben da lassen, wenn es euch nicht gefallen hat.
keinen Daumen nach unten da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.